Designer. Hier sehen wir nochmal die entsprechende Auswahl, die ich anfangs getroffen hatte. Ich könnte jetzt hier über einen Filter dafür sorgen, dass ich nur bestimmte Abteilungsgruppen gegebenenfalls vorgeben möchte, also den Anwender in die Lage versetzen möchte, eine entsprechende Auswahl der Abteilungsgruppe zu treffen und damit nicht alle Abteilungsgruppen und nicht den ganzen Bericht laden lassen zu müssen. Der Unterschied wird sich gleich dadurch darstellen, wenn ich es mit OK bestätige, mit OK abschließe, dass beim Aufruf der Berichtsvorschau der Bericht jetzt nicht automatisch loslegt, sondern hier oben quasi darauf gewartet wird, dass der Anwender eine Abteilungsgruppe eingibt. Eingeben ersetzt natürlich voraus, dass der Anwender die Namen der Abteilungsgruppen kennt. In der Regel ist das nicht der Fall und es ist vielleicht leichter für den Anwender, hier eine Art Auswahl zur Verfügung gestellt zu bekommen. Diese Auswahl kann ich dem Anwender natürlich zur Verfügung stellen und bräuchte dafür ein zweites Dataset. Nach dem gleichen Prinzip wie das erste Dataset kann ich mich jetzt auf eine Datenquelle beziehen. Bestenfalls ist es die Datenquelle, die ich anfangs schon erzeugt habe. Und über den Abfragedesigner könnte ich mir jetzt über eine Abfrage quasi die Liste der Abteilungsgruppen holen. Dafür bräuchte ich die gleiche Tabelle, die ich anfangs schon mal verwendet hatte. Streng genommen war es keine Tabelle, sondern eine Sicht namens V-Employee Department. Innerhalb dieser V-Employee Department gab es die Group Name Spalte, wo die einzelnen Abteilungsgruppen entsprechend gelistet sind. Ich könnte sie jetzt auch nochmal sortieren lassen von A nach Z. Da jede Abteilungsgruppe mehrfach drin steht in dieser Sicht, es gibt ja insgesamt diverse Mitarbeiter, die den Abteilungen und den Abteilungsgruppen zugeordnet sind, kann man per Zusatz distinkt die Abfrage so modifizieren, dass sie, wenn ich sie ausführe, mir jede Abteilungsgruppe nur einmal auflistet und nicht mehrfach, sodass ich eben eine Liste bekomme von den 6 Abteilungsgruppen, die es in dieser fiktiven Firma insgesamt eben gibt. Ich bestätige das Ganze mit OK, gebe dem Dataset, das ich hier erzeugt habe, noch einen aussagekräftigen Namen, OK, und muss jetzt dieses Dataset noch mit meinem Parameter verbinden, der in der Vorschau gerade schon als Eingabebox zu sehen war. Der Parameter selber, das lässt sich hier erahnen, liegt in einem eigenständigen Bereich und hat eigene Eigenschaften. Unter anderem kann ich hier eben sagen, dass die verfügbaren Werte sich aus einer Abfrage ergeben und diese Abfrage eben sich auf das Dataset bezieht, das ich gerade angelegt habe, namens Abteilungsgruppen. Wertfeld und Bezeichnungsfeld sind bei mir gleich. Das heißt, das Feld, das der Anwender angeboten bekommt, ist das gleiche Feld, das dann auch den Parameter mit Werten füllen wird. Es wäre auch denkbar, hier 2 verschiedene Spalten zu benennen, also dem Anwender zum Beispiel eine Namensliste zur Verfügung zu stellen, aber übermittelt bei Auswahl des jeweiligen Namens wird dann nicht der Name, sondern gegebenenfalls die Schlüsselbezeichnung des entsprechenden Wertes. Standardwerte lassen sich setzen, das heißt, ich könnte eine meiner Abteilungsgruppen als Standardgruppe hier auswählen, damit der Bericht direkt schon mal geladen wird, der Anwender aber trotzdem die Möglichkeit offen hat, eine andere Abteilungsgruppe auszuwählen. Ich spare mir hier den entsprechenden Standardwert und schließe es mit OK ab. Gehe zurück in die Vorschau und wir werden jetzt eben sehen, dass es die Möglichkeit gibt, die Abteilungsgruppe im Vorfeld auszuwählen. Ich entscheide mich mal für Manufacturing, mir den Bericht anzeigen zu lassen und jetzt sehe ich tatsächlich nur eine Seite für die entsprechende Abteilungsgruppe, die ich im Vorfeld ausgewählt habe. Es wäre auch möglich, hier eine Mehrfachauswahl abzulegen, statt nur eine Abteilungsgruppe auswählen zu können. Dafür müsste ich wieder zurück in den Entwurf und müsste in meiner Parameterumgebung den entsprechenden Haken setzen, dass mehrere Werte zulässig sein sollen. Grundsätzlich würde das in dieser Form erstmal zu einem Fehler führen. Das heißt, wenn ich die Vorschau nochmal aufrufe, sehe ich zwar korrekterweise Kästchen. Ich kann also jetzt tatsächlich mehrere Abteilungen auswählen. Sobald ich das tue und den Bericht anzeigen lassen will, führt das allerdings wie angekündigt zu einer Fehlermeldung. Das hat damit zu tun, dass ich in der entsprechenden Abfrage, also in meinem Dataset 1, ich gehe entsprechend zurück in den Abfragedesigner, hier mit einem Gleich gearbeitet habe. Gleich bedeutet, es darf nur ein Wert übergeben werden. Wenn es mehrere Werte sein sollen, steht hier kein Gleich, sondern ein In und der entsprechende Parameter wird in Klammern gesetzt.
Okay und nochmal okay, gehe ich jetzt zurück zur Vorschau und treffe meine Mehrfachauswahl Bericht anzeigen. Dann wird kein Fehler mehr kommen und es kommen entsprechend jetzt zwei Seiten für die zwei Abteilungsgruppen, die ich ausgewählt habe. Okay, Berichte lassen sich natürlich nicht nur auf relationalen Datenquellen aufbauen. Das heißt, ich hätte durchaus auch die Möglichkeit, bei den Datenquellen weitere Datenquellen hinzuzufügen, die sich vielleicht auf analytische Umgebungen beziehen und nicht auf relationale. Ich könnte hier beispielsweise einen Bezug zu den Analysis Services aufbauen und Daten in Berichten anzeigen lassen, die nicht aus einer Tabelle stammen, sondern aus einem Cube stammen. Auch da gilt, über Bearbeiten lässt sich jetzt der entsprechende Server benennen und der entsprechende Cube auswählen. Im Vorfeld habe ich mal so einen kleinen Testcube erzeugt und über die Testverbindung lässt sich prüfen, ob der Zugriff funktioniert. Per OK habe ich damit meine entsprechende Datenquelle Nummer 1 erzeugt. Ich habe sie nicht umbenannt, ich könnte sie jetzt im Nachhinein umbenennen und sie wegen meiner Cube RDS benennen. Okay, und aus dieser Cube RDS könnte ich jetzt gegebenenfalls den Bericht noch ein zweites Mal in Angriff nehmen, diesen Berichtsassistenten genauer gesagt, über einen neuen Bericht hinzufügen. Okay, ich habe zwei Datenquellen, wähle diesmal die Datenquelle Cube aus. Okay, und gehe wieder in den Abfragegenerator und ihr werdet sehen, dass der Abfragegenerator, wenn ich mich mit einer analytischen Umgebung verbinde, ein völlig anderer ist als der, den ich gesehen habe, als ich mit einer relationalen Quelle mich verbunden habe. Ich könnte jetzt allerdings auch hier mich per Drag and Drop grafisch bedienen aus dem Fundus, den mir diese Datenquelle eben anbietet. Ich könnte beispielsweise einen Rechenwert wie einen Umsatzbetrag in diesem Beispiel heranziehen. Ich könnte mir zeitliche Aspekte mit reinnehmen, beispielsweise aus dem Order Date, mir das Kalenderjahr und gegebenenfalls die Kalenderquartale nehmen. Man kann hier erkennen, die Beispieldaten gehen von 2005 bis 2008. Ich könnte Kundeninformationen mit einbeziehen, ich könnte Produktinformationen mit einbeziehen. Ich bediene mich mal bei den Produkten an der sogenannten Produktinfos-Hierarchie, die enthält die einzelnen Kategorien der Produkte, die einzelnen Unterkategorien und die jeweiligen Produktinformationen. Und ich könnte jetzt aus diesem Gebilde, das ich mir hier nach und nach über die Abfrage zusammengeklickt habe, man kann erkennen, dass es eine völlig andere Art der Darstellung ist, wiederum meine Berichtsumgebung zusammensetzen. Diesmal nehme ich mal eine Matrix-Darstellung, eine Kreuztabellendarstellung. Mache für jedes Kalenderjahr eine eigene Seite, lege auf die Spaltenachse die Kalenderquartale, lege auf die Zeilenachse meine Kategorien und meine Unterkategorien und meine einzelnen Produkte, sodass ich da eine Navigationsmöglichkeit bekomme. Und in den Detailbereich, also als Rechenwert, kommt dann das Sales Amount Measure und über Drill Down aktivieren, hätte ich mir auch hier eine Möglichkeit eingerichtet, zu navigieren zwischen den einzelnen Umgebungen. Der Rest ist wiederum eine Auswahl der grafischen Darstellung, eine Benennung des entsprechenden Berichtes. Nenne ich den mal entsprechend Simple Cube AW. Okay, und der Rest ist dann wiederum Feinarbeit im Designer. Man kann hier erkennen, die Darstellungsform ist eine andere und sobald ich über die Vorschau gehe, wird man auch in der Vorschau sehr schnell erkennen können, dass wir hier mehrere Achsen im Bericht haben, aber die Navigationsmöglichkeit streng genommen die gleiche ist wie gerade in meinem relationalen Bericht. Auch hier gilt, jedes Jahr wird in einer einzelnen Seite dargestellt, hat Kategorien und Unterkategorien in den einzelnen Produkten, bis die unterste Ebene zu sehen ist. Hier sehen wir die Quartale des jeweiligen Jahres. Also ein Bericht, der streng genommen anders strukturiert ist, eine andere Datenquelle verwendet, aber in der Herangehensweise genauso erzeugt wird wie andere Berichte auf relationalen Datenquellen auch. So denn, damit haben wir unseren ersten Durchmarsch durch diesen Webcast absolviert. Wenn ihr weitergehendes Interesse haben solltet, natürlich bieten die Reporting Services noch diverse Feinarbeitsmöglichkeiten. Auch der Report Builder ist ein Thema, das sehr interessant ist. Wenn ihr noch Interesse haben solltet an weitergehenden Informationen, findet ihr
bei uns auf der Seite, auf der Tracehand-Seite, gegebenenfalls eine Kurzbeschreibung des dazugehörigen MOC-Kurses. Der MOC-Kurs selber hat die Nummer 3236E und den Titel Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services. Der dauert 3 Tage, sehr empfehlenswert. Würde mich freuen, wenn wir uns in dem Zusammenhang gegebenenfalls mal über den Weg laufen. Ich wünsche euch alles Gute, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Ciao!